Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei uns in der Elefantenbahn. Ich bin der Micha und ich werde uns die nächsten paar Minuten ein bisschen was über unsere Elefanten und die Elefanten allgemein erzählen. Das an den Äpfeln sind meine zwei Kollegen, der Paul und der Richard, die jetzt ihr Bestes geben, um die Elefanten jetzt ins Wasser zu locken, damit sie natürlich auch ein bisschen was zu sehen haben. Je nachdem, wo sie jetzt gerade stehen, sehen sie entweder 8 oder 3 Elefanten. Hier bei mir hinten sind es die 8 Elefanten an der großen Pagode. Das ist unsere Herde im eigentlichen Sinn, die würde ich jetzt ganz gerne mal kurz vorstellen wollen. Und zwar hätten wir zum einen unsere Keva. Die Keva ist unsere Leitkuh hier in Leipzig mit ihrer Tochter Zaya. Die Keva ist gut daran zu erkennen, dass sie 2 symmetrische Sterne am Hinterleib hat. Jetzt kommt sie auch von oben rechts schon runtergelaufen. Die Sterne, die hat sie natürlich nicht von uns gekriegt. Die Keva, die hatte schon ein Leben vor dem Zoo, und zwar als Arbeitselefant bei einer Forstbehörde in Myanmar. Und die haben eben ihre Elefanten markiert, um sie von wildlebenden Elefanten auseinanderhalten zu können. Genau, dann haben wir gleich dahinter unsere Tusa. Die Tusa hat ihr Jungtier Baunjok. Dann haben wir hier vorne links im Badebecken die Rani mit ihrer Tochter Savani. Und dann hätten wir noch die letzte im Bunde, die jetzt noch nicht im Wasser ist, unsere Panda. Die Panda ist gut daran zu erkennen, dass sie so eine hellere Hautpartie vorne am Rüssel hat. Und sie hat auch unser einziges männliches Jungtier hier in der Gruppe, und zwar unseren Akito. Auf der anderen Anlage hinten bei der kleinen Pagode, da haben wir unsere 2 Bullen stehen mit der Astra. Die Astra ist gut daran zu erkennen, dass sie quasi nur so einen halben Schwanz hat. Der wurde ja leider mal von einem anderen Bullen in einem anderen Zoo abgebissen, tut ihr aber nicht mehr weh und ist jetzt ein gutes Erkennungsmerkmal. Ja, der ganz große Bulle, der da hinten steht, ist unser Boynam. Der Boynam, der ist jetzt 22 Jahre alt, wiegt ungefähr 5 Tonnen und ist jetzt ungefähr 3,5 Meter Schulterhöhe hoch. Der kleine Bulle, der daneben ist, das ist der Edgar. Der Edgar ist jetzt 8 Jahre alt. Und genau, die beiden, die bilden hier quasi so eine kleine Männer-WG. Ist für den Edgar zum Beispiel sehr, sehr gut. Denn der Edgar, der ist jetzt quasi so ein bisschen in seiner Pubertät und testet sich gerne aus, muss noch viel lernen. Und der Boy, der ist ein sehr sozialer Bulle, der ihm ihm noch viel beibringen kann und auch mal auf den Tisch haut, wenn es ein bisschen zu viel ist, sodass der Edgar auch später ein guter Zuchtbulle werden kann. Genau, die Astra, die steht jetzt hinten auf der Anlage bei den Bullen, weil die Astra versteht sich leider nicht ganz so gut mit unserer Rani. Das kann bei solch intelligenten Tieren wie bei den Elefanten öfter mal passieren, dass einfach die Sympathien nicht wirklich matchen. Aber es ist nicht das große Problem, denn die Astra hat ja gute Gesellschaft hinten mit den Bullen, das sind sehr, sehr liebe Bullen. Und über die Nacht geht sie auch zu ihrer besten Freundin, der Keva, damit sie auch ihre sozialen Kontakte in der Herde befähigen kann, sodass hier auch wirklich keiner zu kurz kommt. Wir hier im Zoo haben die asiatischen Elefanten. Ja, wie es der Name schon sagt, kommen sie aus Südostasien, bewohnen Wälder und Regenwälder. Die haben noch einen Gegenpart, und zwar in Afrika, den afrikanischen Savannen- und Steppenelefanten. Und die beiden, die kann man sehr gut unterscheiden, und zwar zum einen an der Hand der Größe der Ohren, und zwar die asiatischen Elefanten im Vergleich zum Afrikaner wesentlich kleinere Ohren. Das liegt einfach daran, dass in Afrika über den Tag sehr, sehr heiß wird und die Elefanten, die können eben nicht schwitzen, so wie wir. Das heißt, sie müssen ihre Körpertemperatur irgendwie anders runterregeln können. Und dies machen sie eben über die Ohren, denn die Ohren sind sehr gut durchblutet. Durch das Wedeln mit den Ohren wird das Blut in den Ohren abgekühlt, verteilt sich dann wieder im Körper und damit wird die gesamte Körpertemperatur wieder runtergeregelt. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal wäre zum Beispiel die Stoßzähne, die Sie sehen können, haben hier unsere Kühe keine Stoßzähne, beziehungsweise nur so leicht ansatzweise welche, und die Bullen wirklich die voll ausgeprägten Stoßzähne. Das wäre halt der nächste Unterschied, denn bei den afrikanischen Elefanten haben wirklich beide Geschlechter voll ausgeprägte Stoßzähne und bei den asiatischen eben nur die Bullen. Wenn wir jetzt gerade beim Thema Stoßzähne sind, dann werden Sie, wenn Sie bei den Bullen stehen hinten, sicherlich bemerkt haben, dass der große Boynam am rechten Stoßzahn so einen Messingring drum hat. Ja, der Boynam, der kam Anfang des Jahres in die Mast. Die Mast ist so ein hormonelles Phänomen bei den Bullen, wo das Testosterongehalt über das 100-fache steigt und die Bullen quasi in einen regelrechten Zerstörungswahn verfallen. Ja, und dabei hat er ihn sich leider abgebrochen. Den anderen muss man natürlich angleichen, sonst würde es ein Ungleichgewicht herrschen. Aber keine Angst, die Stoßzähne wachsen von oben nach unten ganz normal wieder hinaus, sodass er bald wirklich seine großen, schönen Stoßzähne auch wieder haben wird. Ja, wer jetzt von den Elefanten keinen Lust auf das Baden hat, ist das auch gar nicht schlimm, denn das Baden beruht hier wirklich auf freiwilliger Basis. Wie Sie auch sehen können, sind nicht alle Elefanten im Wasser.
Die Elefanten haben hier wirklich 24/7 die Möglichkeit, 4 Badebecken aufzusuchen, sodass hier wirklich keiner zu kurz kommt. Und wer halt jetzt keine Lust hat, geht dann halt einfach später baden. Die Äpfel, die hier geschmissen werden, die sind natürlich nicht nur zur Hauptfütterung hier und so, das ist ganz klar, damit kriegen wir unsere Elefanten nicht satt. Um mal ein paar Zahlen zu sagen, so ein ausgewachsener Elefantenkuh frisst so ungefähr 100 bis 120 Kilo am Tag. Die Bullen, die fressen schon mal bis 150 Kilo am Tag. Und bei 11 Elefanten, die wir hier momentan im Zoo Leipzig haben, müssen wir Pfleger täglich über 1,7 Tonnen Futter verteilen, nur um unsere Tiere satt zu bekommen. Und die Elefanten, die sind leider sehr schlechte Futterverwerter, das heißt, die sind sogenannte Enddarmfermentierer. Die nehmen wirklich bloß 20-40% ungefähr der Nahrung auf und der Rest wird unverdaut wieder ausgeschieden, was für uns auch wieder heißt, dass wir ungefähr eine Tonne Kot am Tag wieder hinausschaukeln. Ja, die Elefanten, die bekommen hier natürlich auch das medizinische Training, was ich ganz gerne nochmal kurz ansprechen wollen würde. Und zwar das medizinische Training, können Sie sich so vorstellen, wir müssen da keine Kunststückchen oder dergleichen für uns vorführen. Es dient wirklich dazu da, dass wir zu jeder Zeit mit dem Tierarzt gut an dem Tier arbeiten können und natürlich, dass für das Tier auch sehr stressfrei abläuft. Ja, da halten Sie zu uns zum Beispiel den Fuß raus, dass wir mal Fußpflege machen können oder ein Ohr, damit wir Blut ziehen können oder dergleichen. Ja, und das medizinische Training hat halt eben noch den Vorteil, so einen Elefanten, den kann man sehr schlecht in Narkose legen. Ja, da bräuchte man dann wirklich ein starkes Narkosemittel und sehr viel davon. Und müssen Sie sich vorstellen, bei dem Boynam, der jetzt eine 5 Tonnen drauf hat, da liegen die Organe fast schon eine Tonne. Und wenn die zu lange auf der Seite liegen, drücken die natürlich auf Herz und Lunge. Und die Narkose könnte halt anders enden als gewünscht. Deswegen bietet sich die Narkose eben nicht an und das medizinische Training ist umso wertvoller. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt man überhaupt mit so einer Nadel durch die Haut des Elefanten? Die sind ja Dickhäuter, wie kann man überhaupt Blut ziehen? Ja, dieser Begriff Dickhäuter ist etwas untreffend für die Elefanten, denn die haben wirklich eine sehr sensible Haut und ein paar Stellen auch sehr dünne Haut, wie zum Beispiel unter dem Bauch und hinter den Ohren. Ja, und deswegen bietet es sich wirklich an, auch hinter den Ohren und Blut zu ziehen. Wenn das Baden dann vorbei ist oder die Elefanten keine Lust mehr haben, dann werden Sie sehen können, dass sie zum nächsten Sandhaufen gehen werden, sich erstmal wieder ordentlich dreckig machen, denn das ist die eigentliche Körperhygiene der Elefanten. Ja, das Baden, was jetzt hier gerade ist, ist natürlich eine schöne Abkühlung an so einem Tag wie heute, beziehungsweise ist natürlich auch eine schöne Entlastung für die Gelenke, aber die Körperhygiene besteht eben wirklich daraus, sich wieder schön dreckig zu machen mit Sand und Lehm, denn der Dreck hat zwei sehr gute Vorteile, und zwar zum einen schützt er vor der Sonne, denn die Elefanten können wirklich auch sehr leicht Sonnenbrand am ganzen Körper bekommen. Und er schützt vor sogenannten Ektoparasiten, also Parasiten, die auf der Haut leben, wie zum Beispiel Mücken, Bremsen oder Flöhe. Ja, so ein Elefant macht natürlich nicht bloß sein Körpergewicht oder seine Größe aus, sondern natürlich auch der Rüssel. Ja, und der Rüssel, der hat sehr, sehr viele Aufgaben oder Funktionen bei dem Elefanten. Ein paar wären zum Beispiel einmal die Futteraufnahme oder das Einsanden oder Nassmachen. Dann natürlich auch die innerartige Kommunikation. Und dieser Rüssel ist wirklich multifunktionell einsetzbar. Die können damit wirklich sehr filigrane Sachen machen, aber auch sehr grobe Sachen anheben oder wegschieben. Muss ich mal vorstellen, so ein Rüssel, beziehungsweise unser Körper, der hat knapp 700 Muskeln. Und im Elefantenrüssel, alleine nur in dem Rüssel, sind 40.000 Muskeln. Ja? Das heißt, die Elefanten können wirklich ohne Probleme auch Last von 300 bis 400 Kilo von A nach B bewegen. Ja, genau, die Äpfel sind jetzt hier leer. Das heißt, ich würde meine Kommentierung jetzt auch beenden wollen. Wenn Sie noch Lust auf eine nächste Kommentierung haben, 15.30 Uhr geht es bei den Menschenaffen im Kongoland weiter. In dem Sinne würde ich mich jetzt gerne von Ihnen verabschieden wollen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie gerne zu mir und meinen Kollegen kommen. Wir bleiben noch ein paar Minuten stehen und fragen. Ansonsten wünsche ich Ihnen hier noch einen super schönen Tag in Zoo Leipzig. In dem Sinne, auf Wiedersehen.